9 Stunden und 8 Minuten habe ich noch zur Verfügung an diesem wunderschönen Samstagmorgen. Ich habe schon, deswegen bin ich auch schon ziemlich dreckig hier überall, ich habe heute schon eine Wohnung durchforstet und einen Keller geräumt sozusagen und einen Keller durchwühlt. Nicht geräumt, aber durchwühlt und habe Zeug gekauft aus der Wohnung und aus dem Keller. Wieder mal. Das Ganze muss ich jetzt erstmal sichten, nochmal richtig. Und dann draußen drapieren. Das habe ich alles schon um 7 Uhr gemacht heute Morgen. Ich habe mir 2 Stunden Zeit genommen. Es ist erschreckend, wie wenig so von einem so von einem ganzen Leben übrig bleibt am Ende. Also was verwertbar ist. Verwertbar im Sinne von, was die Leute auch natürlich kaufen wollen. Also verwertbar ist natürlich im Endeffekt alles. Aber verwertbar innerhalb kurzer Zeit für einen Händler auf dem Markt. Da ist so viel Kitsch immer mit bei. Und so viel Kram, was man einfach nur wegwirft. Aber was soll ich machen? Das ist mein Job. Fange ich ja im Winter ein bisschen mehr damit an. Heute war quasi die erste Wohnung wieder, die ich so mir angucken durfte. Und das ist wirklich erschreckend. Also es ist jetzt auch so, dass die ganzen 70er, 60er, 70er Jahre Kram jetzt so dran kommt, der in den Wohnungen ist als alt. Ja, die andere Generation davor, 50er, 40er Jahre, die sind schon verstorben. Die meisten, also die sowas noch in der Wohnung stehen haben und damit leben. Jetzt ist so 60er, 70er das Älteste, was in der Wohnung ist zurzeit. Wächst halt so mit, ne? Also mach ich den Laden auf, beziehungsweise habe ich ihn ja schon auf. Hab's geschafft, pünktlich hier zu sein. Jetzt mach ich mein Opferstäbchen an. Und dann geht das los. Heute Morgen um 3:30 wollte ich im Keller Licht ausmachen, war. Ja. Bei mir ist der Kabel durch den Keller durch. Runter, ja, ja. Der kloppt alle Heizung vor unten im Keller. Alles. Ja. Ist er um 4 im Keller gewesen? Ja, nur, ich war immer noch da. Keine Ahnung, wie lange der noch da war. Der ist ja gestern Abend noch, kam aus dem Fenster geguckt, die wollte auf Toilette um 10 Uhr. Da kam der Kinder an, die Kinder mit dem schwarzen Anzug. Ein großer Hut auf, so eine riesengroße Ding auf, was wisst ihr? Und sie auch ganz, ich wüsste auch nicht, wo die weg waren, wo die waren. Ob sie eingeladen waren, oder keine Ahnung. Und dann kam ein Stück angezogen, kam sie abends an. Ja, wir müssen ja auch mal was zusammen machen. Bei Ruck, Daniel. Was? Der Opa waren sie. Aha. Bei Instagram. Wie kannst du Ruhe pushen? Check mal her. Geht doch. Tut doch keiner was. Dieselfahrverbot. Wieder auch zum 5. Mal für immer. Altkanzler Gerhard Schröder feiert am Adlon seine Hochzeit mit Tsai Ing-wen. Ja, der hat ja schon das 5. geheiratet. Ein gutes Paar, Altkanzler Gerhard Schröder und seine Frau Tsai Ing-wen. Mahlzeit. Moin, moin. Und Herr Müller? Ja. Ja. Wie ist es? Oversize Boots? Ja, die waren im Angebot. Die waren, sind neu, ungetragen. Angebot? Und Nike Air Jordans, meine Schuhgröße für 20 fand ich gut. Auf dem Markt? Ja. Ja, das ist okay, muss ich verbauen, die Waschmaschine weg. Besser einfach, wenn du sauer bist. Klar, das ist doch scheiße, ey. Naja. Was soll denn das? Betrüger, Alter. Hat er gesagt, die sind neu oder was? Betrüger, Schlampe, nein, hat er nicht. Macht ja, er nie. Dennis Jürgen. Also der hat immer, hey, wenn er da ist, der hat auch völlig abgefahrene so Basketballklamotten und so. Ist doch cool, das sind gute Schuhe. Und so hat Hallo, Carsten. Aber die sind auch richtig teuer, die Sachen. Und der hat schon immer, willst du dich wieder setzen? Nee, ich geh jetzt. Ja, liebe Leute, es ist 12 Uhr, der erste Auftrag heute. Der Gepäckträger ist gebrochen. Zerbröselter Gepäckträger, so nenne ich das. Schaut mal hier, oben ist er abgebrochen. Komplett hat sich aufgelöst und hier ist er gebrochen. Den einmal tauschen, austauschen, neuen ran. Fertig. Ihr schaut von da aus mal zu, erhöhte Position. Was war mit dem Licht, habe ich jetzt ja nicht gefragt, ob das soll oder nicht. Fehlt ja alles.
Das ist die Reparatur von heute. Ganz einfach Gepäckträger austauschen. Ich gebe euch heute Kredenze. In voller Länge. Mit voller Absicht. Voll in die Fresse. Oh, geil, extrem Gepäckträger ausgetauscht. Alter, der Kanal ist so geil, ey. Ja, ich weiß. Ich habe nicht die reißendsten Inhalte oder mitreißendsten Inhalte oder Erlebnisse hier. Aber ich sag's immer wieder gerne. That's life. That's a fucking normal life. Das ist das ganz normale Leben. Reality Media. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, eigentlich mal gründen, so ein Reality Media Channel, ja. Billig, hab ich, mach ich. Nicht irgendwie zusammengewurschtelt, gebastelt, scheiße, ey. Ach Mann, was soll ich sagen? Tja, und bei meinem Sohn gestern, ich denke, das ist Prüfungsangst. Der hat totale Panik vor der Prüfung, dass er die nicht schafft oder so. Aber er ist ja nicht blöd, ey. Der kann das doch. Der ist doch nicht dumm. Aber er sagt dann immer, er ist dumm. Der ist nicht dumm. So. Moin. Hallo. Ja, bitte? Ich bräuchte ein Rücklicht. Ist ja unglaublich. Welcher Natur? Schutzblechmontage oder Gepäckträger? Gepäckträger kommt hier. Ich habe noch keinen Gepäckträger. Achso, dann für Schutzblech. Ja. Also hier montiert. Genau. Ja, ansonsten kommen die ja hier an. Ja. Aber hast du einen Gepäckträger? Ich habe ihn brauchte jetzt, oder? Ja. Weil ich muss jetzt sowieso umstricken, weil ich habe hinten ja keine Stelle, um das festzumachen und muss da sowieso was erfinden. Ach so. Das muss sowieso basteln. Also ist es ideal, wie der aussieht, oder was sozusagen? Also welche Aufgabe die hat? Eigentlich ja, weil ich habe bei sowas habe ich nicht. Also an der Seite, oder? An der Seite hat der Hundestier? Ja, doch, der hat dann so Seitensträhnen. So, fangen wir mal. Also ich löse die Schrauben hier oben. Oder wo war ich denn jetzt dabei? Ich war dabei, erstmal die Kabel zu durchtrennen, was? Ich tippe doch erstmal weiter. Alles abschrauben. Moin. Hey, can I ask a question about my bike? Yeah, ask. So, I don't know if it's the tire that's not even or if it's the inside of it. You know what I mean? Like if it's this thing. I think that's
owns everything, or if it's the tire that's an idea of 2 minutes to just look at it. Yeah, just a minute. So, einmal ab und den Schrott. Schauen wir mal. Tada! So, ich bin wieder da. Jetzt baue ich an. Baba. Also. Ist ja ganz simpel eigentlich, da muss man ja keine Wese drum machen. Ich schraube die Schrauben jetzt einfach wieder rein. Nämlich, ganz simpel, da mache ich mir gar keine Pate. So. Der kommt dann auch wieder hier lang verlegt. Daran, darin. Ich komme nicht dazu, hier was zu machen. Und okay. Wieso? Immer was los. Habt ihr einen kleinen Prozessen gemacht? Das ist gut. Das ist fast. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Ich bin verblüfft und erwarte jetzt irgendeine Schocknachricht noch. Oben drauf. Ich hab dir was zu essen gemacht. Stärk dich ruhig, mein Schatz. Haben wir nicht genug Schocknachrichten gehabt diese Woche? Wissen wir nicht, genau. Das musst du beurteilen, ob das für dich Schock war. Ja, es war ein Schock. Kein Ding. Hab ich nicht. Schön. Hab mir das schon gedacht. Du hast dir das schon gedacht? Ja. Woran? Wieso? Weil das immer so ist. Ja. Das war jetzt so Tonus. So Intervall. Das ist ja gewohnt die letzten Jahre. Wieder dran, meinst du? Ja, es ist einfach so. Okay. Dann muss ich das gleich essen. Dann sitzen wir uns kurz hin draußen, okay? Okay, dann hin. Die 2 Minuten länger kriegt nicht zum Essen. Ja, und wieder jetzt weiter. Tja.
Sehr gut. Na, haben wir alles. Alle Schrauben noch mal kontrollieren hier. Licht ist offensichtlich nicht Priorität, funktioniert vorne auch nicht, aber der Gepäckträger ist schon fest. Und so soll es sein. Machen wir noch ein paar Kabelbinder hier drum, damit das wenigstens vorbereitet ist. Falls jetzt irgendwann mal die Vernunft wieder Einzug hält, sozusagen, und man sich gewahr wird, Mensch, so schlecht wäre ja Licht gar nicht. Licht am Rad. Gut. Fertig. Das war die Gepäckträgermontage. Die ging natürlich nicht 44 Minuten so lange, wie die Kamera jetzt läuft, sondern eben nur, keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen, schneiden wir zusammen. Hier kommt dann noch das Licht dran. Normalerweise, wenn man eins möchte, ich lasse es jetzt erstmal ab. Den müssen wir noch abmachen hier. Oh, schon passiert. Und dann sind wir soweit fertig. Gleich jetzt weiter mit dem normalen Vlog. Ja, der Kollege von dem Cruiser, mit dem Cruiser ist da. Und da sind wir jetzt gerade mal am Gucken. Wo wir so landen. Am Ende vom Aufbau. So, wir sind durch. Mann, war eine schwere Geburt, aber es geht ja auch richtig um Geld. Am Ende sind es jetzt über 800 Euro geworden, was er sich an Teilen ausgesucht hat. Boah. Katalog, einfach geguckt und gesagt, hier, da stehen die Preise. Schreibt die auf. Über 800 Euro. Ja, nicht an Teilen, inklusive Arbeit. Bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Ey, direkt. Geilen Ledersattel von Brooks, so einen fetten hat er sich ausgesucht. Schöne Ding. Der kostet schon über 150 Euro. Ja. Geht schnell. Heute ist ein guter Tag. Ich freue mich. Ich bin glücklich. Funktioniert so. Ja? Alles, was man so macht. Manchmal ist es so. Manchmal schlechte, manchmal gute Tage. Das ist auch toll. Jetzt gucken wir mal, was auf YouTube so geht. YouTube. 9 plus Nachrichten. Oh, was ist denn da los, ey? 9 plus Nachrichten? Gucken wir mal. Sorry, Tommy, aber es klappt bei mir nicht mit dem Schreiben. Im Live-Chat. Hä? Wieso? Hallo, Tommy, was macht der Dörrschaum? Fragezeichen. Mit der Musik und meinen Vlogs soll ich aufpassen, nicht, dass ich Probleme bekomme mit der GEMA. Ja, das ist ja das Problem, deswegen habe ich es ja nicht mehr gemacht, weil ich die Musik nicht machen kann eigentlich.
Dein Sohn soll es durchziehen und dann ein Rucksackjahr machen, Weltreise und unterwegs Geld verdienen, Erfahrung sammeln und dann sieht das alles schon ganz anders aus, ganz genau. Meine Rede. Ja, hallo. Das verkaufe ich, ja. Das kostet 10 Euro. Ja. Habe ich gerade heute erst gekauft. Also heute bekommen, ich habe heute einen Keller geräumt von einer Wirtschaft, einer alten, also eine Gastronomie. Und das ist bestimmt schon 20 Jahre altes Schild. Also es ist nicht ganz alt, es ist nicht 50er Jahre oder 30er Jahre oder so, aber es ist alt. Tja, mein Junge ist negativ drauf. Schreibt hier einer, der soll mal den Fehler an sich suchen, statt den Kopf in den Sand zu stecken. Hallo! Was darf es sein? Hi! Moin! Ich von gegenüber bin mit Nutcracker wieder da. Das ist nichts ganz Schlimmes, glaube ich. Aber vielleicht kann glaubst du? Ich mein Hubi ist aber fruchtig. Ja. Was ist denn das für ein Parfum? Schlimm. Warte, ihr kennt das. Das ist 90er Jahre. Das ist ja den 90er Jahre. Cosplay. Ja, vor allem. Giorgio Armani, si. Brauchst du ein oder zwei? Ich nehme jetzt eins drauf. Okay, eins. Nur ein Knöpfchen. Käpselchen, was auch immer. Tja, soll den Kopf nicht in den Sand stecken, jetzt zeige ich mir auch. Geil sind die Leute, die auf der Treppe dann umdrehen. Ey, warum denn? Was ist denn, was schreckt denn da so ab? Versteht ja nicht. Ja, bei dem Schaltwerk, was ich getauscht habe. Da hat tatsächlich nur ein Schaltrötchen gefehlt. Und dadurch ist die Kette verrutscht und hat das Ding verbogen. Also das ist in sich verdreht. Ein Schaltwerk. Dann hatte ich genau die gleiche Schaltwerknummer da. Aber da muss auch schon mal sowas mit passiert sein. Kette rübergerutscht oder was weiß ich. Total auch im Arsch. Habe ich nicht gesehen. Ich habe das damals so abgebaut. Dann aber beim Einbauen gesehen, dass es schief läuft. Und dann habe ich ein 600er eingebaut, was fast neu ist. Ein 600er Schaltwerk mit ganz wenig, also ganz wenig gefahren. Wirklich top Zustand eigentlich. Schaltrötchen tauschen ist ja eigentlich nicht das Problem. Ne? Aber das Verdrehte kriegst du nicht mehr hin. Das läuft so minimal scheiße. Das läuft so, dass die Kette dann über das Schaltröllchen rutscht. So seitlich leicht rüber rutscht. Kannst du nicht mehr machen. Kannst vergessen. Vielleicht hat auch mal jemand gegengetreten oder so. Das reicht ja schon aus. Und wenn du dann fährst und dann rutscht ja, also dreht sich ja, ist ja nicht umsonst rausgegangen mit Schaltröllchen. Der hat die Schraube alles verloren. Das Ding ist ihm auseinandergefallen unterwegs. Und wenn er weitergetreten, natürlich knacks. Muss ja irgendwie irgendwas sich verkantet haben. Gefüllte Paprika gibt's heute. Meine Frau hat die gekocht. Ja, weil ich hab mir es gewünscht. Jemand hat dich gewünscht? Dass es heute gefüllte Paprika gibt und innen ist Fleisch. Und innen ist noch damit Mais. Meint ich. Und Papa mag es. Und dann haben sie es vorgeschlagen, auch an meinem Geburtstag zu machen für Papa. Ich hab einen Auftrag für dich. Nee. Offiziell von der Firma Chaya. Ja, aber mit der Sackkarre kann ich nicht anfangen. Wieso? Es gibt keine Karrenschläuche. Ja, wie? Es gibt keine Karrenschläuche. Die gibt es im Bauhaus. Du musst mir holen, dann baue ich einen ein. Na klar. Das habe ich alles schon mal auf die Liste. Hab ich mal Liste. Ich habe keinen Sackkarrenladen. Ja, aber einen Schlauchladen. Nee. Also Fahrradschlauchladen. Nee, genau. Die sind zu dick. Ja, das ist. Ansonsten gerne. Ja. Hol so ein Ding im Bauhaus, ich baue das ein, das ist kein Thema. Alles klar. Hallo. Hm. Blumen. Was? Noch. Das ist zwar Zuckermacher. Und ihr seht, habe ich das mit diesem Bleistift ohne Mine benutzt. Deshalb brauche ich Fachhilfe. Wie ihr seht, hat er es neu gebaut. So ein Glas ist zwar guck, la 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 la. Sehr schön, wenn sie überhaupt hier war.
Jetzt und so weißt du, guck, ganz mal hier an der Hälfte. Hier an der Hälfte nichts. Und Kümmel und der Rummelgeißel. Und der Rummelgeißel. Oh, Herr Kamera, jetzt bin ich. Okay, Herr Kamera. So, abonnieren, so Stifte. Ich stelle sie wieder dort auf, um die Glocke zu teilen und zu abonnieren, falls ihr vergesst. Macht ein hohes Herzchen aus, wenn euch das Video gefallen hat. Klickt auf Daumen nach oben. Heute bin ich auf dem Podcast. Papa, ich stelle die Kamera wieder dort oben hin. Sehr gut. Hab's gemacht. Meine Tochter fegt wieder. Hat sie euch was erzählt hier? Seht ihr? Lassen wir mal drin. Lumens Fantasy. Warum ziehst du eigentlich nie was an? Es ist nicht so warm. Gib her. Meine Kamera. Ja, die muss ich aufstellen, wenn ich mich füllen kann, wenn ich putze. Die aufstellen. Jetzt wirklich. Ja. Was heißt, was gönnen? Na ja, hier, Plastik, Müll, Scheiße. Draußen? Ja. Heute so ein Ding? Nein. Nee? Wer macht denn solche Auflösungen oder nur so eine geheime Gilde immerhin da? Das ist eine geheime Gilde. Ja. Das ist eine absolut, das ist wirklich eine geheime Gilde, ohne Scheiß. Ey, da, musst du dich, da musst du dich rein katapultieren. In, das ist ganz schlimm. Smart, ja, oder? Grundsätzlich schon, aber bei dem ist es noch schwieriger. Das ist nicht nur Mafia, sondern das ist englischer Trip. Du musst Eintritt zahlen quasi, dass du erstmal nur Bescheid bekommst, das was ist. Und wenn du es dann noch anschauen willst, musst du nochmal blechen. Und wenn du dann gut bezahlt hast, nur wenn du gut bezahlt hast, dann darfst du hin und darfst dir den angucken und darfst eventuell was kaufen. So blöd wie das klingt, genauso ist das. Ohne Scheiß, das ist kein Witz. Ja, aber die machen jetzt nicht so die Südneuköllner Arbeiter wohl, wo das eh nur Scheiße ist. Doch, siehst ja, was für Scheiße ist. Okay. Das Ding habe ich heute mitgenommen. Es ist dann so von NSM. Man weiß ja nie, was drin ist. Das ist ja mal Überraschungsbox. Von so einer NSM Jukebox, von diesem großen, so ein Spiel, Abspieler für zweiseitig für die Platten. Den habe ich mitgenommen. Der Videorekorder, der alte, der Chill, die Taschen. Ja, ich muss ja nehmen, was ich kriege, damit ich irgendwie auf das Geld komme. Das Problem ist ja, dass du nicht weißt, was drin ist. Wenn du manchmal, du kannst 10 Scheißwohnungen haben und an einer verdienst du dann richtig Geld. Das habe ich quasi geschenkt bekommen hier drin. Sind alle Speichen locker. Aber die Reifen braucht jemand. Eine andere Dame will diese Reifen haben. Jetzt baue ich hier die Reifen aus. Hinterrad, Vorderrad. Bau die auf das andere Rad drauf. Kriegt das Rad geschenkt. Wird mal schauen, ob sich das lohnt zu reparieren. Eigentlich nicht, weil das ist so ein billig Hollandrad. Also ich wäre gerne ein Hollandrad. Und wenn, dann nur aus Jux und Dallerei. Müssen wir mal sehen. Nicht über die Mucke aufregen. Das hat so was Beruhigendes für mich. Die Musik halt schon seit 3 Jahren hört die. Regelmäßig. Immer um so ein bisschen sich wieder zu erden.
Schaut mal, wie locker der Bremsbelag ist hier montiert. Der muss fest. Es wird kein Wunder, dass der andere Mantel durchgeschliffen war. So, liebe Leute, ich mache jetzt Feierabend. Es ist 20.38 Uhr. Ich werde drüben noch ein bisschen räumen. Besuch heute wieder hier gehabt. Der gute Mann hat sich beim Herausgehen erst zu erkennen gegeben, dass er halt jemand ist, der das Ganze von YouTube kennt und wollte das mal live sehen. Ihr könnt ruhig mit mir reden. Also ich bin eine reale Person. Also ihr könnt auch im realen Leben, könnt ihr einfach herkommen. Ihr braucht da keine Angst zu haben oder so. Ihr könnt mich ruhig ansprechen und sagen, Mensch, das ist ja toll und zeig doch mal und wie machst du denn das? Dann erkläre ich euch auch, sofern es mir möglich ist und ich Zeit habe, erkläre ich euch auch gerne, zeige euch das ein bisschen hier, gehe mit euch rum. Mach quasi eine persönliche Führung, wenn es zeitlich möglich ist, wenn nicht, schaut da halt alleine und könnt gerne ein bisschen zugucken oder mitquatschen oder so. Ihr kennt mich ja besser als ich euch. Also wenn ihr zu mir kommt, müsst ihr ja wissen, ihr kennt mich. Na, wenn man jetzt irgendwie 2 Jahre lang zugeschaut hat, dann kennt man mich. Dann kennt man mich, dann kennt meine Familie, man kennt die Leute, die hier verkehren, im Grunde genommen. Und, aber wir kennen euch doch gar nicht. Und ich meine, das ist ja auch schön, wenn ihr einfach mal Zeit habt oder so, bleibt da kurz da, quatscht ein bisschen und schaut mal, wie das Ganze hier läuft. In der Realität, ohne Schnitt. Also damit halt kein Problem, ja, da braucht ihr euch jetzt nicht falsche Scham oder so, ja. So, jetzt fahre ich das Ding hier runter. Mach das aus, zieh das raus, nehm das mit nach Haus. So sieht's aus. Ja, also ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen, eventuell, wenn nicht übermorgen. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wie es läuft. Macht es also gut. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, euer Tommy.